geil, Mann! Das finde ich so toll. Du bist direkt wieder 7, wenn man die Gummibärchenbande hört. Mit all den Problemen, die du mit 7 so hattest. Mann, wir haben keine Milchschnitte mehr im Haus. Ich hab meinen Turnbeutel vergessen. Ich hab eine Capri-Sonne, hab den Strohhalm rein, kam auf der anderen Seite wieder raus. Muss ich hinten das Loch zuhalten. Wir sind wieder 7. Eine tolle Zeit. Aber toll. Also mit der Mama von Chris, man lernt sich so kennen. Haben wir Mamas hier im Publikum heute? Können wir alle Mamas aufzeigen? Wo sind die ganzen Mamas? Da, jetzt guckt euch das mal an. Jede Mama, die gerade aufzeigt. Ich sehe euch, ich winke. Können wir mal einen Potthound-Gang-Applaus für alle Mamas auf diesem Planeten haben? Mamas, wir haben euch lieb! Ihr seid die Besten! Mamas sind so toll! Mamas sind so tolle Wesen, oder? Mamas sind nie sauer auf dich. Nein. Mamas sind enttäuscht. Das ist viel schlimmer. Ohne Scheiß. Wenn dein Vater sauer war, hat er dir eine geknallt. Das war eine enttäuschte Mutter, das bricht dir das Herz, Mann. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Luki. Ich dachte, du wärst in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen. Da hat die Mama sich wohl geirrt. Mamas waren toll. Mamas haben sich auch immer über alles gefreut, ne? Wenn du so ein selbstgemaltes Bild mit nach Hause genommen hast. Die immer richtig kacke aussahen. Wir haben aber dann immer noch erklärt, was wir da gemalt haben. Guck mal, Mama, es ist für dich. Das ist unser Haus, das ist eine Sonne, die lacht und das ist eine Blume vor dem Haus. Die ist so hoch wie das Haus. Und Mama so, oh, toll. Wahnsinn, hier, alles in einer Farbe. Krass. Wie hast du das gemacht? Und dann hänge ich mal hier an den Kühlschrank. Können alle sehen, wie kacke du malst. Du musst immer Geschenke für deine Mama haben. Immer, wenn sie Geburtstag hat, wenn sie Muttertag hat, Weihnachten. Auch immer baller deine Mama mit Geschenken zu. Das ist wichtig. Aber manchmal kommt man nicht hinterher. Ich kenne das. Ne? Wenn es ist so Muttertag und es ist morgens Muttertag, du hast noch kein Geschenk und dann dieser Panik-Move, Stift, Papier. Und dann fängst du an, die Gutscheine zu basteln. Ja. Die Gutscheine waren toll, oder? Einmal Spülmaschine ausräumen. Einmal Tischdecken. Das ist auch keine Ideen mehr. Einmal eine Umarmung. Gutschein für eine Umarmung, was ein scheiß Geschenk. Mamas haben sich immer voll gefreut. Oh, toll. Gutschein für eine Umarmung. Oh, löse ich direkt ein. Komm her. Komm her, kleiner Fratz. Jetzt geh spielen. Da läuft der Luki. Toll, mit 27. Schon ein bisschen peinlich, das Geschenk, aber... Wenn mein Kind mir das irgendwann mal schenken würde, ich würde komplett ausrasten. Mein Kind so, komm, guck mal, Papa, Gutscheine. Ich so, was ist das denn für eine Kacke? Ich wollte ein Handy. Geh auf dein Zimmer, Optimus Prime. Nimm deine Schwester Coco Jumbo mit dir! Jetzt guckst du als Bestrafung 4x 2 Girls, 1 Cup. Mit Ton! Ich werde ein toller Vater.